Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Dem Großprojekt, das viel Vorarbeit verlangt. Ja, wir sind halt immer noch dabei, hier ordentlich Holz aufzubäumen. Wenn einer von unseren Jungs hier die Lücken mit Erde füllt. Zum Glück schneller als die anderen das Holz tragen, aber naja, kann man hier nicht übel nehmen, die Baumstämme sind halt groß. Aber ja, wir werden nach und nach unser Holz los. Wir füllen unsere Erde langsam auf. Hier haben wir auch schon die ersten Baumstümpfe rausgesprengt. Bald geht uns hier das Holz aus, das heißt, wir müssen hier dann hacken. Wenn wir das hier gehackt haben, dann können wir mit den Wäldern hier drüben anfangen. Also zuerst mal den Wald hier, dann am besten den hier oben und den hier. Ja, ich weiß, ich könnte vielleicht das ganze Zeitraffer hier dieses Gebäude, aber ich muss zugeben, ich habe auch nicht so viel Zeit aufzunehmen. Ist ja eigentlich auch nur ein Hobby von mir, der YouTube-Kanal. Deswegen kann ich die pro Woche maximal eineinhalb Stunden vielleicht Castle Story aufnehmen. Und das macht dann auch keinen Sinn, das runterzuraffern, oder? Und sicherlich einige interessiert es auch, wie ich hier nach und nach alles aufschütte, aufbaue. Und ja, hier wird auch langsam zugeschüttet. Diese Regenrinne hier. Aber ich finde den Effekt ziemlich cool mit den Holzrahmen und der Erde da dazwischen. Sieht fast aus wie ein moderner Garten. Und ja, er wird halt eine Weile brauchen, weil er kann nur zwei Felder gleichzeitig und wir haben hier noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Also 7 Mal muss er noch kommen.
Und ja, nachher hier alles nach und nach zuzuschütten, wird dann auch noch ein Spaß werden. Wie sieht es mit unseren Holzreserven hier aus? Ein bisschen ist noch. Steine haben wir auch noch genug, denke ich mal. Ja. 1140. Würde für 114 Teils zum Auffüllen reichen. Also wenn man sich es mal so überlegt, so viel ist das gar nicht, was wir hier zum Auffüllen haben, mal gerade an Material. Weil allein das hier sind sicherlich schon grob überschlagen über 100 Teils. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Noch eine Reihe, dann hätten wir 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Also allein schon der Bereich hier wären 100 Teils, die wir zum Zuschütten haben. Und dann haben wir noch das ganze andere. Oder 400 Blöcke halt, je nachdem, was man. Was schöner klingt. So, und jetzt ist kein Holz mehr hier. Okay. Das heißt, ihr beide dürft Bäume fällen. Und du darfst Stümpfe springen. Roselyn. Ich hoffe, das ist noch Munition, was da angezeigt wird. Nicht, dass wir erst Munition noch craften müssen. Okay, sie hat noch Munition. Okay, das hat die freigesprengt, aber nicht die. So, jetzt sind die. Okay, ich habe zwei gesprengt. Aus Versehen. So, alles ist hier jetzt freigesprengt. Jo.
jetzt gibt es nacheinander wieder Holz für die... Du da, kannst hier weiter bauen wieder. Oh, hier macht einer wirklich Bomben. Sehr schön. Und hilft jetzt beim Holzhacken. Warum wird hier nicht mehr gebaut? Hier sind doch noch genug Bauaufträge. Oh, nicht mehr lange und wir haben unseren 11. Ja genau, schmeiß das Holz runter. Und den Baum auch gleich mit runter. Na, warum nicht? Die leeren Bestie hat sicherlich genug Hunger. Jetzt müsst ihr erstmal warten, bis die anderen euch freigeschaufelt haben, so wie das aussieht. Oh, da ist jemand bald fertig mit Fletten. So, euch rausschicken, das funktioniert komischerweise. Und dann solltet ihr jetzt auch bauen können. Und ja, es wird wieder gut dunkel. Und ja, den Wald hier oben sollte ich eigentlich als nächstes fällen und freisprengen. Ich hatte noch einen Schwefelvorrat, gell? Ja, den da. Na, die Bomben brauchen ja doch ein bisschen Schwefel. Oh, du bist mit Fletten hier fertig. Stimmt, ich muss das Ding ja noch verschieben. So. Jetzt solltest du noch arbeiten können. Seht ihr, wir sind schon auf 108 Teils runter. Aber da wir ja viel abtragen müssen, sehe ich da jetzt kein so großes Problem dran. Also ja, wir müssen den ganzen Hügel hier abtragen. Wir müssen alles andere bis hier auf die Höhe abtragen. Wir müssen aber halt auch auffüllen parallel. Gut, wenn dann mehrere Bricktrons auffüllen und abtragen, sobald wir hier mit den Bäumen fertig sind, dann läuft das Ganze eh etwas flüssiger. Das Holz loswerden und halt für was Sinnvolles nutzen, wie ich es jetzt gerade tue. Ich hoffe es mal jedenfalls. Ich hatte bis jetzt halt noch keine Kommentare von Zuschauern, die Castle Story Pros sind.
dass sie mich korrigieren und sagen, ey, du baust Scheiße. Mach was anderes. Oder mach's anders. Zum Beispiel nutzt die Dinger hier. Na gut, mit denen hätte ich mir noch mehr Holz sparen können. Aber auf denen können sie, glaube ich, nicht rumlaufen. Weil für jedes so ein Ding bräuchte ich ein Brett. Das heißt, drei Bretter für so eine Reihe wäre ein Baumstamm. Hätte ich also die dreifache Menge. Na gut, das hier machen wir erstmal mit Baumstämmen. Dann kann ich ja ein paar Bretter, wenn wir hier zugeschüttet haben, mal ein paar Bretter nehmen. Und hier hinstellen. Gucken, ob ich draufschütten kann. Ja, nicht mehr lange, dann können wir hier auch zuschütten. Ich hoffe mal, dass sie es wenigstens intelligent machen und erst die untere Schicht und dann die obere Schicht. Ich sollte am besten erstmal eins runtergehen, die Schicht zuschütten. Na, noch sollte Holz da sein. Also die Baumstümpfe haben sie fast alle abtransportiert. Und ja, man sieht immer noch die beiden Lilanen. Egal. Oh, da habe ich noch gar keinen hingesetzt. Hey. Jetzt aber. So, den brauchen wir jetzt nicht mehr, weil das ist ja alles fertig.
letztes paar Bomben fürs Erste. Wie viel haben wir dann hier noch? 100. 105. 30 sind 2. 90 sind 6. Also für 7. 7 mal 3 ist 21. 21 Bomben.